keinen Schaden. Alonso. Aber wann geht's das nächste Mal in die Box? Runde 22. Genau, 22 bis 27 habe ich. Also so in dem Dreh werden wir dann auch gehen. Das ist das letzte Mal dann, ne? Ja. Einfach vorfahren, das passt schon. Verstappen ist Sechster. Und Ricciardo Zehnter. Ja, also ich habe nur vor Hamilton Angst, weil der fährt die gleiche Strategie wie ich. Bottas ist hinter Hamilton und fährt noch einmal mehr an die Box. Das heißt, solange Bottas nicht Hamilton irgendwann überholt, und das sieht nicht danach aus, kann ich hier ganz angenehm fahren. Ja, ich müsste halt echt vor Hamilton kommen. Platz 1, wie gesagt, das gönne ich dir, aber vor Hamilton müsste ich kommen. Streng dich an. Mach ich. Der ist echt schnell. Ich habe die Kamera gewechselt, jetzt habe ich wieder neue Power. Selbst in der Kamera. Ha! Wow! Nicht nur die Kamera hat einen neuen Akku, sondern auch ich habe einen neuen bekommen. Alter. Krass. Das ist halt ultra der Abstand, wie gesagt, von Platz 4 zu Platz 3. Das ist so das größte Problem. Und da werde ich wohl nicht vor meinem letzten Boxenstopp hinkommen. Also dann muss wirklich nochmal der letzte Boxenstopp richtig gut werden. Also nach dem letzten Boxenstopp. Aber jetzt habe ich wieder keinen vor mir gehabt. Jetzt ist wieder Verstappen vor mir. Und jetzt habe ich auch wieder ordentlich Zeit rausgefahren. Welcher Platz ist Verstappen? Sechster, habe ich vorhin schon gesagt. Verstappen Sechster und Ricciardo Zehnter. Also die werden... Das heißt, wenn du Verstappen überholst... Oh. Yes. Dann ist er nur Siebter. Die werden noch... Ja, der ist direkt hinter Ocon gerade oder Perez oder was auch immer. Also der wird den auf jeden Fall kriegen. Und davor ist auch noch irgendwie einer. Also die werden schon noch ein bisschen weiter nach oben kommen. Er ist direkt hinter Perez und vor Perez ist auch noch irgendein Auto. Aber die sind nicht ganz so weit vorne bisher. Es sind noch 20 Runden. Wie gesagt, da ist alles möglich. Aber wie gesagt. Auch ein Verstappen, der bitte gerne mal rausfliegen kann. Ja, hallo. Ich schub's ihn gleich nochmal raus wie die Kado gerade. Okay. Also ich hab's probiert, ne? Ich wollte ihn für dich rauskicken. Das war so geplant, ja. Im Order. Okay, ich bin an ihm vorbei. Oh, 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 das ist gut. Das ist, glaube ich. Da muss ich gleich mal auf die Zeit ab, auf den Zeitabstand. Jo, 14 Sekunden. Ich glaube, Bottas und Hamilton haben sich da irgendwie, hatten gerade einen Kampf oder so, keine Ahnung. Das ist schon was. Auf jeden Fall habe ich jetzt statt 11 Sekunden 14 Sekunden Abstand. Okay. Also, Verstappen jetzt Siebter, ich bin direkt vor ihm jetzt. Oh no, da kommt der erste fährt in die Box. Heißt, Verstappen jetzt wieder einen Platz weiter, ich natürlich auch. Bin direkt hinter Perez, der jetzt 4 ist. Heißt, ich könnte gleich Platz 4 sein. Wenn mein Auto ein bisschen schneller wäre, Mann. Ficken, gib mal Gas, Junge. Komm in der Kurve, in der Kurve, in der Kurve. Kritisch, er berührt mich. Ich hab Angst. Ich lass kurz zurück und muss ihn in den nächsten Geraden überholen. Komm jetzt aber. Komm, 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 komm. Das gibt's nicht. Ich krieg Perez nicht. Dein Mercedes-Motor. Ich glaub auch. Jetzt habe ich ihn. Also hat er wirklich, der hat wirklich einen Mercedes-Motor, ne? Ja, hat er echt. Weil Force India Mercedes-Motoren hat. Das ist eine Lüge. Nee, das ist keine Lüge. Krass, aber jetzt habe ich ihn auf jeden Fall. Okay, und bin jetzt hinter Bottas halt, ja. Der hat noch ein bisschen Abstand. Boah, hier sind, kommen jetzt so viele Überrunder. Ja, ich sehe es. Du hast erstmal die zwei vor dir und dann die ganzen anderen. Die sind alle hintereinander. 4 Runden muss ich noch draußen bleiben angeblich. Boah, da habe ich doch bis dahin alle überrundet oder mir den Frontflügel abgefahren. Also ich will noch ein bisschen draußen bleiben. Ich will noch an Bottas rankommen. Der ja tatsächlich. Muss die Überrunde soweit. Also, wenn Bottas nochmal fährt, damit. Also der fährt ja eine andere Strategie. Ja,
Ja, Bottas kommt auf jeden Fall nochmal an die Box. Du musst auch vor Hamilton eigentlich kommen, weil, ne? Sonst, wir wollten erster Zeit dafür Konstrukteur. Ja, ich weiß. Also, nicht nur, weil du den Abstand nicht von Hamilton verlieren willst, sondern... Ich weiß. Also, ich bin ja gerade Vierter. Ich gebe mein Bestes. Wir haben gerade die Hälfte des Rennens. Es sind noch 18 Runden. Ich habe halt 20 Sekunden Abstand auf Bottas, weil Platz 4 echt ultra weit weg war. Oder jetzt bin ich halt ultra weit weg mit Platz 4. Als Platz 4. Aber da ich krass bin, hole ich wahrscheinlich auf. Sehr gut. Bolz ist Vertrauen in dir. In dich. Ja. Du musst Auto fahren. Ja, nee, krass. Du kennst mich ja mit meinem Benzin. Ja. Versuche Erster zu werden, das ist gar nicht so leicht. Du bist ja jetzt schon mal Erster. Ja, aber das halten, auch, ja, das wird kritisch, ich weiß. Am Ende des Rennens zu sein. Das wird tatsächlich vielleicht kritisch. Da bist du noch und dann Hamilton. Als ob ich dich einhole. Vor Bottas habe ich nicht so viel Angst. Aber selbst wenn ich dich einhole, ich glaube, ich würde dich sogar vorlassen. Weil ich bin nett. Wo ist das also? Uiuiui, Wehrlein macht hier wieder Faxen. Da habe ich Zeit verloren. Also durch Bottas Extra-Stop, sag ich mal, könnte ich Glück haben. Oh, Wehrlein! Oh, zum Glück hat das keine Sekundenstrafe gegeben, Alter. Junge. Der Typ ist echt durch. Ich musste so hart von der Strecke runterfahren, um den nicht drauf zu brettern. Ja, der ist echt behindert. Der stand gerade fast in der Kurve. Der ist echt behindert. Ich hasse den auch echt. Kühat ist auch geil. Und Wehrlein auch. Absolute Spitzentyp. Ja. So, wann nochmal? Wann war das? 22, ne? 22, ja. 22 bis 27. Ich würde gerne noch ein bisschen Zeit, wie gesagt, rausfahren zu Bottas und aber auch zu meinem Hintermann, damit ich fast sogar einen Boxenstopp rausfahre zu Platz 5 und immer noch Vierter wäre. Es ist sogar theoretisch möglich. Vor allem, wenn die auch an die Box fahren. Fahr da vor mir. Bottas müsste ja eigentlich bald kommen, ne? Also Bottas müsste bald an die Box fahren. Er ist ja mit lila Reifen. Er ist ja in derselben Runde reingekommen wie ich. Aber mein Typi hat mir gerade gesagt, sie vermuten, dass er noch einen Stop macht. Ja. Ja, wir machen ja einen. Ich dachte, er macht zwei. Achso, warte. Er hat gesagt, sie vier fünf. Nee, er macht. Noch einen machen. Lol. Das wäre natürlich kritisch für mich. Jetzt ist. Müsste eigentlich jetzt an die Box kommen, wenn er jetzt an die Box. Also, warte. Lila. Rot, dachte ich. Rot. Warte, was? Ja, wir haben ja lila, nee, lila-rot-rot. Lila-rot-rot. Und ich dachte, die haben lila-lila-rot-rot. Also einmal lila mehr. War das schon zweimal an der Box? Glaube ich nicht. Der macht irgendeine Scheiße, macht der wieder. Der wechselt eh safe jetzt bald auf weiß. Als ob der lila-lila-rot fährt, Alter. Oder lila, stimmt, das könnte auch sein. Der macht jetzt wieder weiß. Aber das nee, würde echt gar keinen Sinn. Ich fahre in Runde 22, wechsle ich auf rot. Der ist auf lila Reifen, ich würde an seiner Stelle auf jeden Fall auch auf rot wechseln. Aber es kann schon sein, dass er lila, lila, rot fährt. Anstatt lila, rot, rot, lila, lila, rot. Alter, what the fuck. Der macht immer so Faxen mit seinen Taktiken, ne? Ist halt so. Bin absolut safe davon ausgegangen. Er muss sich halt auch noch anstrengen für seine Ranglistenposition. Den kann ich gar nicht mehr einholen. Ich habe 5 Autos vor mir. LOL. Ja, du kannst doch in die Box diese Runde, oder? Könnte 21. Ich. Ja, komm, fahr doch. Nee, mach ich nicht. Ja, dann musst du die überrunden, danach hast du die wieder vor dir. Ich meine, wir müssen auch an die Box, aber... Da überhaupt keinen Bock drauf.
Was mache ich hier gerade? Boah, das wird so richtig die kritische Banane, die ich hier gerade mache. Banane. Ja. 2 der 5 habe ich überholt. Und ich lasse gleich alle wieder vor, weil ich in die Box gehe. Das ist richtig geil. Das ist echt geil. Okay, 4 der 5 habe ich überholt. Wann fährst du? 22, jetzt. Ne? Quasi, ja. Diese Runde. Yo, Bottas ist an der Box. Hab ihn gerade überholt. Bottas hat auf Rot gewechselt. Fand auch nur, dass wir doch verarschen. Ja, verdammt. Van Dorn gerade überrundet und Bottas überholt. Ich bin Dritter jetzt. Fuck, das ist richtig schlecht eigentlich. Weil wenn ich nochmal in die Box gehe... Uiuiui. Uiuiui. Boah, wie viel Abstand ich auf Hamilton noch hab. Alter, die waren ja auch ultra entfernt. Was soll das denn? Ach ja, die fahren richtig gut. Also Hamilton nochmal ein gutes Stück besser. Ich glaube nicht, dass du es schaffst, Platz 3 oder Platz 2 zu werden. Ja, doch, doch. Also Platz 3 schaffe ich. 2 weiß ich nicht, aber 3 schaffe ich auf jeden Fall. Wir stehen parat, komm diese Runde rein. Du fährst jetzt, ne? Bin gerade an der Box, ja. Fahre ich nächste, weil jetzt zu fahren ist dann dumm. Dann muss ich wahrscheinlich warten. Lol, ich bleib. Ah ne, Hamilton hat mich überholt. Wollte gerade sagen. Ja, verrückt. Verrückt, ne? Ist Hamilton direkt das Auto vor dir? Ja, ich glaube schon. Soll ich ihn aufhalten? Das wäre auch praktisch. Okay, ich fahre jetzt dann an die Box diese Runde. Boxenstopp. Ich glaube, ich krieg ihn nicht aufgehalten, weil der wird jetzt auch an die Box fahren. Okay, ja, stimmt, das kann sein, ja. Ja, ist ja kein Sinn. Oh, scheiße. Fettreifen. Es wird natürlich helfen, weil du wahrscheinlich genug Abstand zu ihm hättest, sowieso. Ja, ja. Aber... Fast ein Boxenstopp, er ist gerade ungefähr 3 Sekunden vor mir. Aber wir kriegen das schon irgendwie hin. Also natürlich war das scheiße, dann als 20. zu sein. Aber es macht nichts. So, oh, Hamilton ist an der Box. Ich bin wieder Erster. Okay. Du fährst jetzt auch in die jetzt Box, grade, ne? Ja. Müsste quasi direkt hinter ihm. Ja, oder weniger. Er ist auch gerade an die Box gefahren. Wird interessant. Vielleicht wird er ein bisschen aufgehalten und was weiß ich. Nur einen Schluck trinken, das wäre auch eine Idee. Okay, trotz also Box darf Vierter. Mir nicht erlauben. Bottas jetzt hat mich überholt und Hamilton ist natürlich noch vor mir. Durch Überrundungen mein Auto kaputt zu machen. Das wäre echt schlimm. Also sie sind gut dabei, die Mercedes. Ja. Das muss man auf jeden Fall sagen. Wir sind echt stark auf der Karte. Alter, die halten mich jetzt hier so crazy auf, diese Moped-Fahrer. Was? Fuck. Junge. Ich hab so Angst jetzt einfach. Seit USA weiß ich, die bremsen einfach. Zu krass, ja. Also, wer nicht bremst, verliert. Geil. In dem Fall schon, ja. Hülkenberg. Mach keinen Quatsch. Gesehen. Also Dritter soll dich schaffen. Zweiter wird echt schwierig. Da muss der Hamilton echt aufgehalten werden von irgendwem. Das hätte er es echt gebracht. Kannst nicht wenn machen. Gemacht. Schafft er das. Das wäre echt gut gewesen. Angenehme 20 Sekunden Abstand.
Wie viele hast du? Du hast schon ganz viele überrundet wahrscheinlich, ne? Vielleicht kommt ja, der ich dadurch. Ich bin, glaube ich, bei Platz 14. Vielleicht kommt der dadurch ein bisschen in Struggle. Ich hoffe es. Kann gut sein, dass der da auch bald ankommt beim Überrunden. Das wäre ganz geil. Das stimmt. Aber Bottas und Hamilton sind auch, wie gesagt, nur 3 Sekunden auseinander. Also die sind echt nah beieinander. Okay, das ist also wenn du den einen hast, kannst du den anderen eigentlich auch holen. Okay, weil so weit bin ich von Bottas dann doch nicht mehr entfernt. Ich dachte, die hätten da nochmal unter sich echt Abstand. Nee. Und knapp 3 bis 4 Sekunden auseinander. Ich bin 7 Sekunden von Bottas oder so. Oh Junge, ich drück dir alle Daumen. Nice. Dankeschön. Ich hoffe, ihr auch, das Leute. Sind und das packst du. Da hab ich gerade kurz das Lenkrad losgelassen und die Daumen gedrängt. Richtig geil. Ich wollte es symbolisch machen, Leute. Wird natürlich schwierig, aber... Gewinnen immer mehr Zeit. Hamilton scheint vielleicht sogar wirklich bei den Überrundern zu sein und verliert der Zeit. Das wäre extrem geil. Ich kann jetzt noch mal ein bisschen auf Fett stellen. Oh, ich bin bei Alonso viel, jetzt. Platz 11 und Platz 10 überrunde ich gleich. Okay. Alter, du gibst auf jeden Fall Gas. Ich bin wieder bei meinem Freund Van Dohen. Ich bin ganz gut dabei gerade, muss ich gestehen. Ja, ich komme jetzt an die Überrunde auch dran, auf jeden Fall. Oh, das war wieder so knapp. Oh, wieso muss ich eigentlich dir immer diese doofen Kurve überrunden? Ja, Frontflügel geschädigt. Danke dafür auf jeden Fall, Van Dohen. Aber nicht schlimm. Definitiv nicht schlimm. Merkt man natürlich, dass man Frontflügel, merke ich gerade, aber ja, es ist... Boah, die sind nur noch 1 Sekunde auseinander. Echt jetzt? Ja. Also hatten die auf jeden Fall Probleme da. Hamilton verliert Zeit, weil ich gewinne Zeit zu Bottas und anscheinend gewinnt Bottas auch zu Hamilton. Ich glaube eher, dass Hamilton Zeit verliert. Ja, meine ich ja. Also und dadurch... Meine ich ja. Ja. Bottas ist schneller als Hamilton, weil er eben Zeit verliert, das habe ich auch gemeint. Ja. Ganz genau. Okay, 1 Sekunde schneller pro Runde, hat er gesagt, als Bottas. Wie viele Sekunden bist du noch weg? Sag ich dir gleich, wenn es gezeigt wird. Nee, ich glaube, es müssen so 5 sein. 5, 4, 5. Nice. Guck ich mir gleich nochmal an, wenn er es zeigt. Könnte ja doch ein Doppelsieg hier könnte werden. Könnte schon, ja. Okay, 25 zu Platz 5, Alter. Übrigens ist Verstappen jetzt wieder auf 5. Ah ja, 3,6 Sekunden zu Bottas. Junge, ich sehe ihn da auch schon. Den Schlingel. Der überrundet da gerade jemanden. Jetzt kommt es natürlich hier drauf an, Links-Rechts-Kombination-Kurven hier mit dem leicht geschädigten Frontflügel. Ist nicht ganz so einfach. Verliere ich ein bisschen Zeit, aber passt schon. Also, Bottas hat gerade Alonso und Massa überholt. Platz 16 und 15. Oh, Alter. Als ich die überholt habe, waren die Platz 10 und 11. Alonso habe ich gerade auch. Und Massa könnte ich auch kriegen, dann bin ich direkt hinter Bottas. Jo, hab ich. Bin direkt hinter Bottas. Nice. Ich weiß nicht, wo Hamilton ist, den habe ich noch nicht gesehen. Okay, Bottas direkt vor mir mit roten Reifen. Der ist natürlich auf den Geraden ein bisschen schneller. Du hast aber doch auch rote Reifen, ja, oder? Klar. Alter, das war so knapp hier. Wir haben da fast drauf gefahren. Ich battle mich gerade ultra mit ihm. Das gibt's doch nicht. Ich komme nicht vorbei. Das ist so schwierig. Und jetzt Links-Rechts-Kombination mit dem kaputten Frontflügel. Und er ist direkt hinter mir. Ich bin Dritter. Nice. Ich habe mich zumindest mal vor ihn geschraubt.
ein bisschen über die Kurve. Ich wollte ultra krass bremsen, damit er ein bisschen ausgebremst wird. Wir raten dir auf Mischung 2 umzustellen. Umstellen auf Mischung 2. Puh. Wird natürlich jetzt DRS bekommen auf der ganz langen Geraden. Kann es mal gefährlich werden, dass er mich einholt. Hamilton sehe ich noch nicht. Weiß nicht, wie viel Abstand ich zu ihm habe. Ich glaube so gut auch 6 Sekunden. Ist doch also wieder. Mir wurde ja das, ja, durch euren Kampf da gerade, ja, offensichtlich Zeit verloren. Ja, 5 Sekunden zeigt es mir an. 5,4. Eine Sekunde zu Bottas. Junge, Junge, Junge. Ich sehe jetzt Autos vor mir, 2 Stück. Ich glaube, das sind aber noch die Überrunder. An denen müsste er, glaube ich, schon vorbei sein. Puh, ich bin jetzt in Runde 30. Okay, krass. Hast auf jeden Fall Abstand, jeden Fall. Mega Abstand. Vor mir ist Grosjean und vor ihm ist wahrscheinlich dann Hamilton, der gerade ultra Abstand zu Grosjean gewinnt. Jetzt sind es nur noch 3 Sekunden. Komm her! Luis! Der gute Luis! Richtig geil! Boah, ist so warm gerade wieder im Zimmer, das ist unglaublich. Ist so. Boah, so 2 Rennen hintereinander haben es echt in sich. Puh. Kann es dann echt mal wärmer werden. 2 Rennen danach noch in der Saison ist so das Schlussfinale und es ist so wichtig, dass du ja eigentlich Platz 2 wirst ist auch. Ist tatsächlich. Ich glaube, jetzt habe ich Hamilton vor mir. Ich habe Grosjean gerade überrundet. Bin noch nicht so nah, dass ich es erkennen könnte, aber doch, doch, das sieht nach seinem blau-silbernen Auto aus mit roten Reifen. Es müsste Hamilton sein. Die eine Kurve schneide ich hier mit meinem Frontflügel immer. Und ich muss jetzt wieder von Fett weggehen. Oh, bin shit. Immer auf Fett gefahren. Ui, das war knapp. Oh, scheiße. Oh, ja, ich kann nicht mehr auf Fett fahren. Mann, das ist doof. Wie sieht mein Benzin eigentlich gerade aus? Min. Oh, shit. Wie viel? 0,96. Ja, aber durch Standards fahren. Das holt er wieder raus. Oh ja, Ricardo ist Platz 9. Ist der immer noch so weit hinten geblieben? Ja. Das ist aber er will Platz 8 werden. Ja, ich glaube schon, dass er es schafft. 8, 7, sowas wird er schon schaffen. Wenn ich ihn nicht gleich zerstöre. Ja, das wäre auch ganz gut. Ja, aber ich würde ihn auch so durch den ersten Platz gleich überholen. Eine Sekunde hinter Hamilton. Und der wird aufgehalten, weil Palmer direkt vor ihm ist. Palmer Platz 13, what the fuck. Die boxen sich hier gerade so, okay, Ricardo ist jetzt Platz... Ich box mich jetzt gleich auch mit Hamilton. Ach. Geh mal ein bisschen auf die ist Bremse. Der doof? Was passiert? Scheiße. Erzähl mal, ist was doof. Passiert. Ocon hat mich in die Wand geboxt. Was? Als ich ihn überrunden wollte. Du bist jetzt an der Box. Statt Ziel. Oh, ich bin fuck. In der Box, ja. Ich habe beide Frontflügel waren rot. Das wird richtig kritisch. Ja, okay, musst du dann wechseln, aber wir sind jetzt fast Start Ziel. Also wir sind dann nah an dir dran. Ah, doch. Ja, bist ja. Schon ich hab wir überholen dich, ja, wir überholen dich. Boxjob. Ja. Ficken. Sogar Palmer überholt dich. Und wieso habe ich so ein... Bottas, glaube ich, auch, so oder? Ein... Ja. Weiß ich nicht. Ja. Fuck. Direkt hinter Bottas. Jetzt musst du dich anstrengen. Muss auf Mager fahren, Alter. Wieso habe ich auf Standard so einen hohen Spritverbrauch? Also ich hatte auch kurz minus 0,7. Jetzt habe ich auf Standard, jetzt habe ich wieder plus 0,6. Bin die ganze Zeit auf Standard gefahren und verbrauche auf Standard aber gerade voll viel. Jetzt habe ich natürlich bessere Reifen, also Bottas sollte ich mir auf jeden Fall wiederholen. Boah, das ist
echt unfair gewesen. Weißt du, Ricciardo zieht an ihm vorbei. Ich will auch mit reinstechen. Bin vor Hamilton, bin Erster. Puh. Und er fickt mich einfach. Das ist echt nicht geil. Überhaupt nicht geil. Reisen. Muss jetzt unbedingt aufholen. Du musst Zweiter werden. Es ist noch möglich, ich kann ihn ja ein bisschen aufhalten. Musste gerade Bottas den Platz zurückgeben. Wie viel hast du auf Bottas ganz nah, ne? Bin direkt an ihm dran. Ich war gerade einmal schon kurz vor ihm, aber ich musste ihm den Platz wiedergeben. Also ich habe auf jeden Fall Abstand zu euch. Deswegen bremse ich Hamilton jetzt ein bisschen aus, okay? Ja. Könnte ich machen. Komm schon. Alter, selbst mit DRS und Windschatten dauert das ultra lange, bis ich an ihm vorbei bin. Junge, 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 scheiß Mercedes. Also in den Kurven bremse ich ihn jetzt richtig aus. Solltest ihn auf jeden Fall packen. Fucking hell. Leute, drückt mir die Daumen. Nee, das schaffen wir schon. Wir sind ja jetzt nicht blöd. Wir machen das. Ah, ich sehe euch. Da hingegen auf jeden Fall. Alter, lol. Ja, muss doch sein. Fahr mal jetzt wieder schneller, das ja. Ist doch gut. Also, ich habe Zeit genug, um das zu machen. Kein Überholen, gelbe Flagge, warum? Ja, wieder grün, okay. Ich kann nicht schneller fahren hier, weil hier habe ich einen Front. Ich glaube, Palmer und Hamilton sind da aneinander geraten. Ich habe reingestochen, Palmer hat mir Platz gemacht und ist, glaube ich, Hamilton draufgefahren und Hamilton ist in mich reingefahren. Was? Und ja. Was? Fuck. Okay, du bist Zweiter, das ist gut. Ich könnte dich auch Erster lassen, wenn du willst. Kannst du machen. Leute, Leute, crazy. Aber das musste jetzt sein, dass ich ihn ausbremse, weil, wie gesagt, wir haben genug Zeit und so. Und wir dürfen das nicht verbauen. Diese letzten drei Rennen jetzt, mit diesem hier, drei Rennen, sind extrem wichtig. Und Palmer hält Hamilton und Bottas ultra auf. Der läuft lange, ja. Lässt sie einfach nicht vorbei. Kennt er nix. Den habe ich auch bestochen. Den habe ich mit in unser Team geholt. Wenn du vorbei willst, weil du schneller bist, sag, ne? Ich dachte nur nicht, dass ich dich jetzt vorbeilasse und dann Probleme krieg, weil ich anders fahre als du. Also, schau mal, vielleicht nach... Jo, hier bin ich. Ja, oh mein Gott, ich will dich hier nicht wieder raushauen. Fahr, komm. Ja, hier bin ich langsam, weil mein Frontflügel ein bisschen geschädigt ist. Ja. Okay, dann lasse ich dich vor. Das war ja eh der Plan. Du sollst ja Erster werden. Bei mir bringt es nicht so viel. Natürlich bringt es mir die Punkte, ist klar. Und falls ich mal schlecht fahre und Hamilton gut ist, ist das dann natürlich blöd. Aber dir bringt es die Punkte genauso gut. Und das ist noch wichtiger, weil momentan... Vorletzte Runde. Wie viel Abstand hast du? 3, weißt du das? 3,6. Okay, ich habe 5,3. Heckflügelprobleme, danke. Das DRS ist offline. Okay, komm, zwei ganz normale Easy-Runden noch fahren. Ja, das soll machbar sein. Ich fahre jetzt ein bisschen einhändig. Ich habe einen Boxenstopp mehr als du, oder? Nee. Ja. Ach doch, doch, weil du... Ja, ja, weil du gerammt wurdest. Perez ist raus. Ist gut. Weil du gerammt wurdest da von Ocon oder so. Ja. Ja, genau. Ja, aber ich war ja 20. Ja. Wer hat dich da denn gerammt? Wer war da dann schuld, ne? Kenn ich nicht. Kennst du den nicht? Nee, den kenn ich nicht. Alter. Leute hier, weißt du? Ja, Kühart, auf den habe ich immer Bock. Muss da immer... den zweiten Sektor sehr neu interpretieren, um keine Unfälle mit denen zu bauen, weil die da so langsam sind. Zieh einfach vorbei, ich habe eben Blaue Flagge, lasst mich. Ich habe einfach alle drei in einer Kurve überholt. Kenn ich nix, Alter, so fährt man Formel 1.
Hamilton wird von denen wahrscheinlich wieder ultra aufgehalten. Das finde ich toll. Letzte Runde, ich stelle mal auf Fett, kenn ich nix. Auf Standard, ich hab da kenn ich nichts. Plus 0,3. Ich stelle mal auf Fett, also es wird nicht komplett reichen, für eine Runde glaube ich nicht. Aber ein bisschen auf Fett kann man machen. Ein bisschen Fett, ne? Ja, ist geil. Das ist nice. Ich möchte ja nicht Benzin sagen. Brasilien wird so kacke. Brasilien ist ja, echt so eine richtige Kackstrecke. Ja, da haben wir aber jetzt eine kleine Pause wieder dazwischen. Könnten wir dann mal Test fahren zum nächsten Mal. Also bevor wir die nächste Folge halt aufnehmen. Mal kurz Zeit fahren. Ich fahre jetzt ultra auf safe, diese Links-Rechts-Kombination mit meinem geilen Frontflügel. Nice. Dass hier wirklich nichts mehr passiert. Schade, dass Mercedes halt immer noch hier sind, Hamilton Bottas. Hätte ja wieder passieren können. Ui, das Stadion ist bunt. Ja, ich sehe es genau. Sehr schön. Hier, die hauen hier Konfetti raus. Und ich konnte sogar fett durchfahren. Also ich bin immer noch bei plus 0,15. Und bin jetzt auf Startziel. Ja. Gratulation, haben wir echt gut gemacht. Damit wir echt hier in der Konstrukteur weiterkommen. Wie gesagt, hätte man auch anders machen können. Aber es war ganz gut. Boah, das hat echt... Ey, da stehe ich an der Wand, beide Frontflügel rot. Das war so der Shit. Aber wie gesagt, ich war auch noch da, ich habe dir da ein bisschen helfen können. Jawohl, der nächste Sieg. Nächster Doppelsieg. Leute, das muss so weitergehen. Unterstützt uns auf jeden Fall. Schaut euch die letzten Rennen noch an. Also, das wird echt spannend. Wie gesagt, wir haben es bald geschafft. Wenn wir so weitermachen, haben wir es auch als Erste geschafft. Sowohl in der normalen Rangliste als auch in der Konstrukteur. Hier sehen wir es, normale Rangliste. Jetzt 11 Punkte vor Hamilton. Und du hast Ricciardo aufgeholt. Überholt. Okay, Verstappen und Ricciardo Platz 5 und Platz 6 geworden, leider. Aber du bist über Ricciardo echt noch. Ja, und nur noch 5 Punkte Abstand zu Verstappen. Leute, das wird auf jeden Fall was. Das wird mega geil. Nächstes Rennen kann ich meine Wunschposition bekommen. Aber wie gesagt, Brasilien ist echt. Also, die beiden letzten Strecken, Mexiko und USA, waren ja schon so teilweise echt Rutschpartien. Ja. Aber Brasilien ist eine absolute Rutschpartie. Okay, da bin ich gespannt. Wahrscheinlich regnet es dann. Ja, das könnte uns blühen. 62 Punkte noch. 62 Punkte noch. Schaffen wir das, Leute? Schreibt es in die Kommentare. Ich hoffe es, dass wir es hinkriegen. Sauber hat 0 Punkte. Ist auch geil. Alter, aber 62 Punkte noch? Nein. Ja, das kriegen wir schon hin, Leute. Irgendwie, wenn wir es schon schaffen. Ich hoffe, dass wir halt wenigstens immer gut fahren und nicht. Es kann ja passieren, dass wir nächstes Mal Regen und wir fliegen beide raus wie in Aserbaidschan. Kann alles passieren, wäre echt nicht geil. Ich würde sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen und ja, haut rein. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.